Ik ben Peter Rempel en mij wordt gevraagd om ervan te reden wat er gebeurt als je komt als dat aan de kolonie aan de kolonie hier mag kunnen drakkerijen. En dat komt zo dat mijn grootvader Johan bij Rempel, die had in Canada al de laatste jaren een klein beetje hobby printing shop, dat is met kleine handpras. En wat later, en hij moet gewoon kleine arbeiten in zijn drakkerij. En dan, wanneer zo naar Mexico uitgewandert waren, dan heeft hij zich gezegd, dan wordt het ook veel dat we met de tijd door waren zijn aan de ene kleinigheden, wanneer ze drakken zijn, arbeidszeitfibler en katechismus enzovoort. En dan heeft hij zich van New York geloten al die verschillende fuentes van Latern en gotische Wirkstufen kommen lassen von all den verschiedenen Tamanien, besonders was der Katechismus dort hat, nicht? Von 24 Puntos und 18 Puntos und 12 und da war der ganz kleine Bibelstaben, sage ich mal, 6 Puntos. Und dann hat der Alten Latern mitgebracht. Und die sind hier, meine Eltern sind hier am 1924, am 15. November angekommen. Und dann hat er hier auch mit seinen Futz mit seinem Hobby Printing Shop in Klimati geschafft, Hannover. Aber er ist auch am 27. Februar gestorben, das war eigentlich ein halbes Jahr irgendwas, also hat von der Drakkerie hier nichts offiziell zu mir. Aber dann in 1934, dann zählte man einmal mit dort auch viel Katechismus zu drecken. Und er ist dann allein gestorben. Aber dann wurden all diese Latern überdehlt geholt und dann kommt immer erst dann auch eine kleine Drakkerie, dort in der Senior Pablo Rodriguez, das war die erste Drecke in Kottemo, dem habe ich persönlich noch gut gekannt. Der ist noch mal wenige Jahre gestorben, ich war noch eine Platika mit ihm. Im Jahr er gestorben, ich war dann noch ein Feierjahr. Und ja, und in dem Sinne Dreckerie haben sie dann Luten Katechismus drecken. Also das ging dann so, und in 1934, dann haben sie bei den Rodriguez in Dreckerie. Und das habe ich alle noch hergefunden, das ist noch nicht so beschrieben. Aber dann haben sie nur die Katechismus loten drecken. Und dann wird das Bilderwasche, was viele noch kennen, Alvaro Quesada Tapia. Da ist halt mir auch mal ein Wort von der Geschichte, dass ich eben noch mal wenig davon weiß. Und sehe, dass er hat wie ein Schriftsetzer gewas dort. Und den Pablo Rodriguez in Drakkerie und sie hat den Katechismus gemerkt. Und das hat mir bloß dort gehört. So weiß ich, wer du auf dem Metto arbeitest. Aber dann waren die dort Topstahl und Degen. Das wäre in die spanische Lied. Und dann musste da jemand Deich sein. Und zum Deich sein, hat mein Onkel Bient Ernst, Jutz, übrigens mit seinem Großvater ist, der hat mit Herrn Leo Hempel in Kottemok Top von der Tinder Hempel, der wäre Tophandler dann immer Deich sein. Und der Fehler ist gebetet, weil es von der Wort nicht stemmen wird. Und so haben sie den Katechismus dann gedreht. Und aus der dann Messgott im Ende war es. Und das Buch habe ich in einem kleinen Heftchen habe ich das nochmal beschrieben, weil ich das nicht vertraut. Und dort, dann haben sie nur, also das ist bei dem letzten Artikel gehabt, vom jüngsten Gericht. Und wo das so sein wird, dann wird noch jeder eine Wort machen, Rechenschaft geben von einem jeglichen unnützen Wort, das er gesprochen hat. Dann hat Leo Hempel zu mein Onkel Bien Ernst gesagt, Junge, wenn man immer was da was sagen, dann sei doch die Fermi kämpfst, wie es echt war, mir nur ein Nachtstück machen vor Ort. Und der Geschichte habe ich in den Ohrentreffen nochmal abgeschüttet. Ja, das wäre also eine 35, was sie den Katechismus da retten würden. Und dann Luther, wenn ich an Luther, du hast nicht Datus gekriegt von, aber ich weiß so viel, dort 5 Jahre Luther, dann an 1940, dort ja, als ich geboren sie, dann hatten über dem meine Onkels, meine Mama, ihre Brüder, Onkel Bien Ernst und die Jebans, in Rosendol, die wohnen nur eng, Rosendol an der Westsee, an der Ostsee, in wir Nopasch. Und dort, und mein Onkel, wir ein Zahnarzt, und Onkel Bien, wir Weisemann. Aber der bei Taub hatten die wirklich eine Drakkerie abgestorben, die hat eine Maschine gekauft und so wieder. Und dann haben sie da und in 1941 die ganze Bibel gestreckt, alles mit der Hand gesagt.
Die hadden in Storten nog veel meer laten van New York komen lopen, dat ze konden de grootlaar werden. Ja. En dan hadden ze de ganze Bibel gedrekt, ook dat grote gezamtboek aan de Engel gedrekt. En dan zeer veel grote arbeiden niet meer. Bij alles nog met de hengtoofstaal. En die gaan dan dat alle gedrekt. En dan zijn de gezamtboeken en de Bibel niet verkocht. En Luther had niet meer gedrekt worden, dan is er importeerd worden van Zesburg. Ja, weet je, en dan hadden die de drekkerie gehad tot in 1944. En dan hadden mijn ellende gekocht van die onkels. En dan hadden die drekkerie een bloem uitgeholt en hadden die daar opgesteld. En hadden een kleinetje bijgebied door de drekkerie opgesteld. En vandoor aandeden ze door met al de schuldzaken drekken. Ik meen, dus de wernspeker ieder jaar in verschillende andere kliniken. En kutjesmus en fiebel. Alle dingen worden nog weer hergedrekt, maar de grote beker niet meer. En zo vangen ze in 1944 aan. Dan kan je nog graag denken waar dat huis gebuurd wordt, omdat de drekkerie dan aan kwam. En waar mijn allerbreider dan af om dat te schaffen. En als ik rond mal 8 jaar weer, 1948, dan had Herr Walter Schmiedehaus zijn Bürgerij. En de feste Brüche van zijn God. En dan leidde ik dat bij mijn allen de drekkerie ook trekken. En toen dat trekken, dat was dan al met Latijnse latren. En dat weer was een latren, die had nog niet moeilijk omlaat. Dus dan moesten dat alles met U, Eere, O, E en weer. Maar zo wie dat ganz eerste Buch gedrekt. En de Schriftsetzung zu dort Buch, dat mir mijn Bruder Jit, en mijn Double da Primo Johann Ernst, also Onkel Jab Ernst, wat die hadden een drekkerie schaffen hier, alles in dat, ze hadden nog een Rosendal heen bleiben. En die woonden dan op de Nieuwe Kolonie en ook al Jouwen, Campus of Sint Eilos. En hij kwam dan, en maar bij ons, hij werd dan de ganzen tijd bij ons, dus van hij in de familie. En dan deed mijn broer Jitten en hij had de Schriftsetzung mir, die hebben met 2 Siegen bij mijn Topstab. En dan waren die Dächer zijn met mijn Mama Top, en dan waren Bruder Philippe gebeten, en dan had hij weer zum Drecken. Dan moest mijn broer wel in een klein 2,5 horsepower McCabry Motor aandrehen. En dan deed hij 2000 Liter bedrecken. Met die 2 Siegen. En dan moesten die waren altijd in een jaar vliegen. Een frische Dieten top gestalt, en dan moest mijn Mama maar een halve Fehler gebeten. En zo wordt dan de ganze Buch gedreht.